Ja, was soll ich sagen? Also, offene Sternhaufen, Nebelgebiete, Kugelsternhaufen, Supernova-Überreste, der Mond in ganz vielen Details, Jupiter, Saturn, alles machbar und zwar nicht nur als kleiner Punkt. Natürlich bedarf es dazu ein bisschen Übung, das geht nicht von heute auf morgen. Man kann nicht erwarten, dass man das Ding aufbaut, am ersten Abend irgendwo hinschwenkt und man sieht einen riesigen Nebel. So läuft es nicht, man muss sich da rantasten, aber das ist ja auch der Spaß an der Freude. Und das Rantasten geht eben dank diesem Push Plus sehr viel leichter. Ja, und wenn man dann eben Erfolgserlebnisse hat, weil man Sachen findet, dann lernt man, während man macht. Das heißt, man muss nicht Bücher wälzen, Theorie pauken und kann dann was im Himmel finden, sondern man fängt einfach an, den Himmel zu beobachten und hat dann dieses Learning by Doing mit Freude, ohne dass es sich wie Lernen anfühlt. Servus, hallo Freunde der Nacht. Ich befinde mich hier auf Astro Camping Naturerholungsurlaub mitten in der Toskana. Ich habe jetzt 6 Nächte hinter mir, die echt super waren. Heute ist es ein bisschen wolkiger, aber wie ihr sehen könnt, jetzt im Abendlicht ist es eigentlich dann doch relativ schön. Was ich neben der Fotografie gemacht habe, was ja eigentlich so mein Hauptding ist, ich habe Sterndall geschaut. Das heißt, ich habe mit meinem Fernglas, also meinem Feldstecher, in den Himmel geschaut. Aber, und das ist neu, ich habe auch mit diesem schmucken über 1000 mm Teleskop in den Himmel geschaut. Das ist ein normales Dobson-Teleskop, das aber ein kleines Add-on hat. Und das ist, man sieht es hier schon im Handy, das ist die Push-Plus-Technologie. Und was es damit so auf sich hat, möchte ich euch erzählen, aber ich möchte euch auch mal so einen kleinen Anfängereinblick geben in die visuelle Beobachtung, sprich, was braucht man, was hat es damit auf sich, wie läuft das Ganze, also so einen ganz einfachen Anfängereinblick. Und damit fange ich jetzt auch mal an. Ihr seht jetzt hier dieses Gerät. Das besteht wie jedes Teleskop aus eigentlich 2 Teilen. Und das wäre einerseits das hier unten, die Montierung oder Nachführung. Darauf ist das Teleskop montiert und wird mit den Sternen, mit dem Himmel nachgeführt. Denn ihr wisst ja, der Himmel dreht sich, also die Erde dreht sich unter dem Himmel. Der Begriff Nachführung oder Montierung wird eigentlich synonym benutzt, auch wenn es jetzt nicht 100% das gleiche ist. Das ist das eine Teil. Die Montierung, wo wir unseren optischen Tubus, sprich unser Teleskop drauf haben. Es gibt verschiedene Teleskoptypen. Ganz vereinfacht gibt es 2. Das eine ist ein Spiegelteleskop, so wie wir es hier haben, und das andere ist ein Linsenteleskop. Ein Linsenteleskop könnt ihr euch vorstellen wie ein Fotoobjektiv, aber auch ein Mikroskop zum Beispiel ist auch genauso aufgebaut. Da hat man eine Röhre, so wie auch hier, einen Tubus, in dem Linsen drin sind. Das andere ist das Spiegelteleskop, so wie hier. Da hat man hier hinten einen Spiegel. Das funktioniert im Endeffekt so. Hier kommt das Licht von den Sternen rein, trifft hier hinten auf den Spiegel, wird von dem Spiegel zurückgespiegelt auf einen weiteren Spiegel, der hier so schräg drinnen sitzt. Und dieser Spiegel lenkt das Licht dann hier raus. Das heißt, man schaut seitlich rein und nicht wie bei einem Linsenteleskop hinten, was ja hier auch sehr unpraktisch wäre, weil wenn wir das in den Himmel richten, da unten dann noch reinzuschauen, geht natürlich nicht. So viel komfortabler. Des Weiteren hat so ein Spiegelteleskop weitere Vorteile. Ich zähle die mal kurz auf. Ihr seht, wie groß das ist. Ihr seht auch, was das für einen großen Durchmesser hat. Sowas mit Linsen zu bauen, ist unmöglich. Ein bisschen kleiner kann man es mit Linsen bauen, aber es wird wahnsinnig schwer. Die Glaslinsen wiegen was. Es wird wahnsinnig teuer. Die Glaslinsen und das ganze technische Design kosten sehr, sehr viel. Es ist einfach nicht machbar. Das Schöne an einem Spiegelteleskop ist, es ist in der Konstruktion leicht. Das heißt, da steckt jetzt nicht so viel Technik drin. Es sind eben diese beiden Spiegel. Es ist im Gewicht leicht,
Das heißt, man kann das tragen. Ihr seht, das ist über einen Meter lang. Und es lässt sich echt problemlos tragen und bewegen. Spiegel sind darüber farbrein, was auch sehr schön ist. Und aufgrund dieses einfachen Designs kann man sie sehr lichtstark bauen. Also ein Vorteil wäre der große Durchmesser. Ein großer Durchmesser ist mit Glaslinsen noch mal komplizierter, weil es noch schwerer und teurer wird. Ein großer Durchmesser ist aber wichtig, damit viel Licht gesammelt wird. Viel Licht braucht ihr nicht am Mond, der ist hell, aber ihr braucht viel Licht, wenn ihr einen schwachen Nebel beobachten wollt. Und ja, das ist mit einem Spiegelteleskop eben machbar. So hätten wir den grundsätzlichen Aufbau jedes Teleskops. Einerseits die Montierung, die das Ganze trägt, andererseits das Fernrohr selber, der optische Tubus. Jedes Teleskop. Ich werde euch mal ein Bild einblenden von einem fotografischen Teleskop. Da schaut die Montierung ganz anders aus. Vielleicht mache ich sogar ein Video. Aber ihr seht jetzt schon auch auf einem Foto, das ist eine relativ komplexe Sache. Es dauert ewig, bis es aufgebaut ist, braucht Strom und so weiter und so fort. Dieses System hier ist super. Das ist ein typischer Aufbau. Es ist jetzt hier dieses System mit dem traumhaft schönen Namen, ich glaube hier kann man es sehen, Advanced X. Die sind aber im Endeffekt alle gleich, sinngemäß gleich. Das nimmt sich alles nicht viel, das Prinzip bleibt immer das gleiche. Wie handhabt man jetzt so ein Teleskop? Super simpel. Im Endeffekt läuft es so, dass man es dreht und schwenkt. Und damit kann man es zu jedem Punkt an den Himmel bewegen und blickt dann hier hinein. Das ist die grundsätzliche Funktion, die ist sehr intuitiv, weil man eine direkte Rückmeldung hat, was man mit seinen Händen macht. So funktioniert so ein sogenanntes Dobson-Teleskop. Dobson heißt das Ganze, dieser Aufbau, weil das ein Herr Dobson erfunden hat und das hier unten, diese Kiste, die jetzt nicht mehr unbedingt ausschaut wie eine Kiste, weil sich es weiterentwickelt hat, aber eigentlich ist das da unten eine Kiste und diese Kiste auf Englisch Box heißt auch Rocker Box. Der große Vorteil, der in so einem System liegt, im Vergleich zu einem dreibeinigen, vollautomatisierten, strombetriebenen, fotografisch zu nutzenden Teleskop, mit, also sprich einer fotografischen Montierung mit einem Linsenteleskop zum Beispiel, ist eigentlich vor allem neben der einfachen Bedienung der Faktor Preis. Diese Kiste hier unten, die Rockerbox, ist preislich vergleichsweise einfach. Ihr seht, das besteht aus Holz, könnte man auch aus Carbon bauen, aber es ist eine relativ einfache Kiste. Neigemechanismus und ein Drehmechanismus. Kostet einfach nicht viel. Das heißt, das Geld, das man investiert, fließt vor allem in die optische Güte von dem Fernrohr. Jetzt um einfach mal ein Beispiel zu nennen, 20% von eurem Geld gehen in den Unterbau, in die Rockerbox und 80% gehen dann in ein gutes Teleskop. Nimmt man das, was ich fotografisch benutze, da kostet allein der Unterbau bestimmt 50%, wenn nicht sogar mehr. Also man ist da ganz schnell bei über 1000 Euro nur für den Unterbau, ganz ohne Teleskop, ohne anderes. Und für 1000 Euro kriegt man ein Wahnsinns-Dobson-Teleskop. Also wirklich was außergewöhnlich Gutes und hat dann noch Geld für Okulare übrig. Darauf komme ich noch zu sprechen. Nun, nachdem dieses Grundsätzliche geklärt ist, noch ein paar Worte zur Bedienung, wenn man das zum ersten Mal nutzt. Ihr seht hier oben ein kleines Fernrohr. Statt diesem Fernrohr könnte hier auch ein Leuchtpunktsucher sein oder ein Laser. Allen ist gemein, dass dieses Suchergerät hier, also der Sucher bzw. eigentlich besser Finder, auf das Teleskop ausgerichtet werden muss. Das muss man beim ersten Mal machen und das macht man auch gelegentlich, kontrolliert man es nochmal. Super simpel, aber ich zeige es euch, weil ich mitbekommen habe, dass das immer wieder eine Frage ist. Mein Teleskop blickt nicht an die richtige Stelle. Woran liegt es? Es ist ja nun so, das Teleskop blickt hier zentral auf irgendetwas an dem Himmel. Der Sucher sollte an dieselbe Stelle im Himmel blicken.
Und zwar aus folgendem Grund. Mit eurem Teleskop seht ihr nun einen ganz kleinen Ausschnitt vom Himmel. Mit dem Sucher seht ihr einen großen Ausschnitt vom Himmel. Das heißt, ihr blickt hier durch, sucht euch am Himmel, was ihr sehen wollt, sagen wir mal den Mond, als einfaches Beispiel. Und wenn ihr hier den Mond gefunden habt oder Jupiter, dann ist er auch hier zu sehen, natürlich dann viel näher durch euer Okular. Aber dazu muss eben der Sucher auf das Teleskop ausgerichtet werden, einmalig. Dazu hat der Sucher hier kleine Stellschrauben. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich drehe das mal so rüber. Hier kann man es jetzt besser sehen. Hier ist so eine Stellschraube. Und mit dieser Stellschraube kann man das Ganze ausrichten. Jetzt in dem Fall seitlich hier oben. Die ist mir jetzt offenbar rausgeplumpst beim Hierhertragen. Und hier drüben ist noch eine. Und damit lässt sich das Ganze in alle Richtungen verstellen. Technik dieses Einstellens ist folgende. Ihr richtet euer Teleskop am Tag auf irgendein Objekt auf der Erde aus. Sagen wir einen Kirchturm. Ihr blickt durch euer Okular und stellt den Kirchturm ganz genau in die Mitte des Gesichtsfelds ein. Danach dreht ihr hier ein Schräubchen, bis der Kirchturm auch genau in der Mitte ist. Ist das der Fall, dann blickt der Sucher und das Teleskop an dieselbe Stelle. Und wenn ihr jetzt nachts durch euren Sucher guckt und euch Jupiter sucht und ihn gefunden habt, dann werdet ihr ihn auch im Okular sehen, allerdings dann größer. Was ich euch bisher noch nicht verraten habe, ist, man braucht Okulare. Hier oben ist aktuell nämlich einfach nur ein Loch. Und in dieses Loch kommen kleine Linsensysteme, die nennt man Okular, die steckt man hier rein und darüber guckt man dann. Und so ein Okular ist praktisch das letztendliche Vergrößerungsteil. Ich zeige euch die hier unten jetzt mal. Es gibt Okulare in zwei Bauformen, praktisch genormt in der großen Bauform 2 Zoll, in der kleinen 2,5 Zoll. Beide passen hier rein. Hier ist jetzt der Einsatz für 1,25 und wenn man das rausnimmt, passt hier die 2 Zoll rein. Es wird dann mit einer Schraube geklemmt und dann hält das Ganze auch. Fokussiert wird über dieses Drehrad hier. Damit kann man das draußen reinfahren. Dazu gibt es hier auch Schrauben, um das zu klemmen, um einzustellen, wie schwergängig das ist. Jetzt geht es zum Beispiel gar nicht. Jetzt lässt sich es wunderbar rausfahren und wieder klemmen, wie man eben möchte. Und damit stellt man den Fokus ein, dass die Dinge scharf sind. So, was ich euch jetzt noch zeigen möchte, ist der Okularauszug. Der hat hier sein Drehrad. Das ist die Fokussierung. Das heißt, durch das Hinaus- und Hineinbewegen stellt ihr eure Objekte am Himmel scharf. Ihr verändert damit den Abstand zwischen Okular und dem Spiegel, der hier drin ist. Und damit kann scharf gestellt werden. Hier oben kommen die Okulare rein. Hier 1,25 Zoll und hier 2 Zoll. Das Ganze wird immer geklemmt, sprich, da hat man diese kleinen Schräubchen und dann hält es. Die Okularablage hier unten habe ich euch ja gezeigt. Hier haben wir ein 6 Zoll Okular, das kommt hier rein, wird hier festgeklemmt, die Abdeckung kommt natürlich runter und dann kann man fokussieren. Und mit einer der beiden Schrauben, ich denke, die hier müsste es sein, kann dann der Fokus geklemmt werden. Ihr seht, man kann jetzt hier noch drehen, aber es ändert sich hier nichts mehr. So, dann hier wieder auf, Okular raus. Das Schöne ist jetzt, nachdem ihr mit dem Sucher, den ich jetzt hier mal entfernt habe, weil der hier hinter eben genau im Bild wäre, mit sehr weitem Blickfeld euren, sagen wir Saturn gefunden habt. Ihr habt jetzt hier Saturn gefunden. Ihr erkennt hierdurch, dass es Saturn ist, aber ihr seht eigentlich nur ein Pünktchen. Dann nehmt ihr ein Okular, das ein sehr weites Feld zeigt, setzt das rein und habt dann nochmal Saturn
schon ein bisschen näher und könnt jetzt durch Drehen und Neigen des Tubus, des Teleskops, auch in dem Okular Saturn ganz in die Mitte bringen. Ist er ganz in der Mitte, nehmt ihr das nächste Okular, das ihn noch näher zeigt und ein kleineres Gesichtsfeld zeigt, und solltet ihn jetzt wieder ganz in der Mitte haben. Und so könnt ihr euch dann von dem sehr, sehr weiten Feld über ein immer näheres, aber auch schmaleres Feld herantasten und immer darauf achten, dass er in der Mitte bleibt. Und am Ende mit einem sehr nah blickenden, so drücke ich es mal für euch aus, Okular, könnt ihr dann die Ringe des Saturn sehen. Eigentlich relativ einfach. Und nachfokussieren jederzeit hier sehr fein. Soweit so gut, das ist Teil 1, wie man so ein Dobson-Teleskop handhabt. Das zweite ist, bei diesem hier ist die sogenannte Push-Plus-Technologie verbaut. Das sind Encoder, die dafür sorgen, dass dieses Smartphone hier weiß, wo das Teleskop hinblickt. Es ist, wenn man es vereinfacht sagen möchte, ein Navigationsgerät für den Himmel. Und das ist eine grandiose Erfindung. Die macht es Anfängern wahnsinnig viel leichter, was am Himmel zu finden. Und ich rede jetzt nicht vom Mond, den jeder findet, sondern von Sternhaufen, die man mit bloßem Auge nicht einfach so sehen kann, die man als Erfahrener vielleicht schon findet, aber auch um Nebelgebiete zu finden, die auch für erfahrene Leute nicht ganz so simpel zu finden sind. Mit der Push-Plus-Technologie geht das. Das ändert jetzt nichts an diesem prinzipiellen Dobson-Aufbau des selber Schwenkens und Neigens, aber ihr habt hier drinnen ein Navi. Das funktioniert folgendermaßen. Hier und auch unten in der Bodenplatte sind Encoder verbaut, die kommunizieren per Bluetooth mit einem Smartphone. Und auf diesem Smartphone läuft eine Planetarium-Software. Das Einzige, was man machen muss, man muss dieser Software ein einziges Mal am Anfang jeder Nacht erklären, wo das Teleskop hinschaut. Das ist ziemlich simpel. Man richtet es gerade aus, man schaltet ein, gibt seinen Standort ein und dann hat man schon mal diese Grundeinstellungen und dann muss man zwei Sterne ansteuern, die laut Hersteller ungefähr 30 Grad, so 2-3 Hände, irgendwie so ein Stückchen, wenn ihr in den Himmel guckt, voneinander entfernt sein sollen. Welche Sterne, ist egal. Hauptsache, ihr seht sie am Himmel und findet sie dann auch im Smartphone. Da wird euch die App aber helfen. Das heißt, ihr richtet es mit eurem Sucher auf Stern Nummer 1. Das wäre jetzt im Sommer zum Beispiel die Vega, schön hell. Blickt hier durch, schaut, dass Vega im Zentrum ist, kontrolliert es im Okular. Ist Vega auch im Zentrum, drückt ihr allein, also richtet darauf aus. Dann sucht ihr euch hier drinnen einen zweiten Stern, den sucht ihr euch hier raus, dreht euer Teleskop auch hin, Sucher, Okular, ist der Stern mittig, sagt ihr wieder allein und dann weiß die Software immer, wo euer Teleskop hinblickt. Nun könnt ihr euch in der Software irgendwas raussuchen. Starten wir mit, jetzt ist Sommer, am Abend, mit M55, einem schönen Kugelsternhaufen im Schützen. Ich habe jetzt Erfahrung, ich weiß, der ist am Abend da drüben. Aber sagen wir, ihr wisst es nicht, dann gebt ihr hier M55 in die Suchmaske ein. Das Programm erzählt euch dann auch ein bisschen was drüber, falls ihr da Interesse habt. Also wie weit der weg ist und so weiter. Und dann seht ihr hier ein Fadenkreuz und den Himmel. Und während ihr dieses Teleskop dann bewegt, seht ihr, dass das Fadenkreuz näher oder weiter weg ist von dem Kugelsternhaufen M55. Und bewegt ihr es jetzt richtig, in meinem Fall wäre das jetzt in diese Richtung, noch ein Stückchen weiter und ein Stückchen höher, also ich weiß es jetzt eben auswendig, hier ungefähr wird M55 sein. Irgendwann habt ihr dann den Punkt erreicht, ich drehe es mal zurück, wo das Fadenkreuz auf M55 zum Liegen kommt. Und dann schaut ihr durch den Sucher und müsstet normalerweise M55 sehen, durchs Okular, und müsstet ihn auch sehen. Das funktioniert sehr gut, viel besser als ich erwartet hatte. Ich hätte gedacht, es hätte eine größere Abweichung, aber je nachdem, wie genau man am Anfang beim Auswählen der ersten beiden Sterne arbeitet, hat man eine ganz geringfügige Abweichung.
Das ist normal, damit muss man eben leben. Das macht aber überhaupt nichts. Solange man sein Objekt im Sucher findet, kann man dann hier durch ganz leichte Bewegungen das Ganze nachrichten. Naja, und so ist es dann eben auch einem Anfänger möglich, am Himmel Objekte zu finden, die er nicht sehen kann. Und dann ist mit dem Gerät hier, ist jetzt nicht mehr Einsteigerklasse, sondern schon ein bisschen größer, aber für die Größe im Vergleich zu einer fotografischen Ausrüstung spottbillig. Also sowas in fotografisch, automatisch nachgeführt, in der Größe, naja, mit allem drum und dran, 4.000, 5.000 Euro, je nachdem, 6, vielleicht auch 3.500, aber in der Preisklasse. Und so wie ihr das hier seht, weit unter 1.000. Also ist eine ganz andere Sache. Mein unter 1.000 Euro ist auch immer noch viel Geld, aber wenn man Freude daran hat, dann, naja, ihr kennt es. Manche Leute geben 50.000 für ihr Auto aus. Und ich gebe eben mein Geld für Astro-Zeug aus. Da ist jeder ein bisschen anders. Und wenn ihr euch das Video anguckt, interessiert ihr euch ja wahrscheinlich für Astro. Und was dann hiermit möglich ist, mit der Größe, ist natürlich der Mond mit Kratern in sehr hoher Auflösung. Also man sieht nicht mehr den ganzen Mond, man sieht Ausschnitte vom Mond. Man sieht den Schattenwurf über Bergrücken, man kann Krater erkennen, man kann dann nachschauen, wie groß ist der Krater und bekommt dann ein Gefühl so, hey, dieser Krater hat 55 Kilometer Durchmesser und ich kann da jetzt Strukturen am Rand von dem Krater erkennen. Das ist schon eine schöne Sache. Oder Jupiter, man erkennt auf Jupiter die Staubbänder. Also man sieht eine Bänderung auf Jupiter. Oder Saturn, natürlich problemlos, die Ringe zu erkennen. Man kann genauso gut, wenn man jetzt in einer Nacht, sagen wir ganz am frühen Abend im Winter um 6 Uhr und morgens nochmal guckt, sehen, wie die Monde rund um Jupiter ihre Position verändern oder über mehrere Nächte hintereinander. Man kann ganz viele Sternhaufen sehen, Kugelsternhaufen, die auch nicht nur als verschwommenen Fleck, sondern auch mit einzelnen Sternen. Man kann natürlich ganz viele offene Sternhaufen sehen und man kann Nebelgebiete sehen. Also man kann zum Beispiel im Schwan den Schleiernebel heißt es, so ein zweigeteilter Supernova-Überrest, wo vor ein paar hundert, vielleicht auch ein paar tausend Jahren, ich weiß es jetzt nicht auswendig, eine Supernova explodiert ist. Da sind Materiestrukturen zu sehen, die bei der Explosion dieses Sterns ins All geschleudert wurden und werden. Die kann man auch mit so einem Gerät sehen. Leichter, das muss man dazu sagen, wenn man einen Nebelfilter hat, der andere Lichter rausfiltert. Ich habe einen geliehen bekommen von einem Kumpel, den ich letzten Samstag in Österreich getroffen habe, wo ich da fotografieren war. Der hat mir seinen Nebelfilter mitgegeben, den ich jetzt hier mit in der Toskana habe. Ja, was soll ich sagen? Also offene Sternhaufen, Nebelgebiete, Kugelsternhaufen, Supernova-Überreste, der Mond in ganz vielen Details, Jupiter, Saturn, alles machbar und zwar nicht nur als kleiner Punkt. Natürlich bedarf es dazu ein bisschen Übung, das geht nicht von heute auf morgen. Man kann nicht erwarten, dass man das Ding aufbaut, am ersten Abend irgendwo hinschwenkt und man sieht einen riesigen Nebel. So läuft es nicht, man muss sich da rantasten, aber das ist ja auch der Spaß an der Freude. Und das Rantasten geht eben dank diesem Push Plus sehr viel leichter. Wenn ich mir überlege, man müsste diese Objekte alle ohne technische Hilfe suchen. Das heißt, man hat ein Buch mit Sternkarten. Schwarz-Weiß-Bilder mit Sternen eingezeichnet. Man sucht sich auf dieser Karte Sterne. Man vergleicht mit dem Himmel und man bewegt das Teleskop Stück für Stück, Stern für Stern, bis man zu seinem Ziel kommt. Geht, klar, so machen das astronomische Beobachter seit Jahren, Jahrzehnten. Aber für einen Anfänger ist das schon sehr mühevoll und die Gefahr, dass er dann am Ende das Ding einfach in die Ecke stellt und sagt, es ist mir zu schwer, ist halt schon recht groß. Und mit so einem Navi, mehr ist es ja nicht als ein Navigationsgerät, ist das Ganze einfach so viel leichter und befriedigender. Und wenn man dann eben Erfolgserlebnisse hat, weil man Sachen findet, dann lernt man, während man macht. Das heißt, man muss nicht Bücher wälzen, Theorie pauken und kann dann was im Himmel finden, sondern man fängt einfach an, den Himmel zu beobachten.
Und während man dann beobachtet, immer mehr am Himmel kennt, umso mehr kennt man dann auch den Himmel, die Jahreszeiten, die verschiedenen Erscheinungsbilder des Himmels und hat dann dieses Learning by Doing mit Freude, ohne dass es sich wie Lernen anfühlt. Man fängt dann, weil man dran Interesse hat, an, sich zu informieren, so, hey, Kugelsternhaufen, wie unterscheidet der sich von einem offenen Sternhaufen, und stellt dann irgendwie fest, wow, Kugelsternhaufen sind älter als die Milchstraße und sind mehr oder weniger neben der Milchstraße, und offene Sternhaufen sind total jung und mitten in der Milchstraße, und in offenen Sternhaufen, da sind ganz junge Sterne, die gerade entstanden sind. Und dann schaut man vielleicht im Winter zum Orionnebel und lernt dann ganz spielerisch, dass im Orionnebel gerade Sterne entstehen und dass der Orionnebel jetzt zwei Nebel ist, in dem Sterne sind, die wir noch nicht sehen können. Aber in 200.000 Jahren, also in total kurzer Zeit fürs Weltall, wird der Orionnebel vielleicht wie die Plejaden ausschauen. Oder wie ein anderer offener Sternhaufen, dann wird nämlich dieser Nebel verschwunden sein und übrig bleibt ein Sternhaufen, der sich dann irgendwann auflöst und zu einzelnen Sternen wird. Ja, so lernt man nebenbei, jetzt habe ich lange geredet darüber. Aber das ist halt das Coole an so einem Navi. Man behält die Freude, man hat schnell Erfolgserlebnisse und das finde ich super. Und ich kenne den Himmel und trotzdem ist es mir damit viel leichter. Klar, wie gesagt, M55 finde ich, ich finde halt viel am Himmel, weil ich ihn eben schon kenne und ich weiß halt viel, weil es mich persönlich erfüllt. Ich mache das mit Leidenschaft und Freude. Aber mit so einem langen, über einen Meter Teleskop finde ich auch vieles nicht am Himmel. Und da, als ich das jetzt hier die 3 Nächte gemacht habe mit dem Push Plus, es ist halt auch für mich mit Erfahrung echt super simpel. Ja, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Zusammengefasst, unten die Montierung namens Rockerbox, oben der optische Tubus, ein Newton-Spiegelteleskop, hier drauf ein Sucher, den man einmalig einstellen muss und ab und zu kontrolliert. Hier der sogenannte Okularauszug, bei dem durch Drehen der Fokus eingestellt wird, hier oben Okulare reinkommen. Hier unten ein Satz Okulare, das ist ganz praktisch, die haben nämlich hier ihre Halterung. Hier ist eine Powerbank, ich glaube, die wird auch mitgeliefert, kann man zumindest im Set bestellen. Ja, und jetzt zeige ich euch mal noch ein paar kleine, feine Details von dem Ganzen. Hier seht ihr einen der Encoder, der wird wahrscheinlich für die Drehung zuständig sein. Und hier drüben, da oben, das hier dürfte der zweite Encoder, der für die Neigung zuständig ist, sein. Okularhalterung habe ich euch gezeigt und die Powerbank, die wohl mit im Preis inbegriffen ist. Es gibt es als fertiges System, es gibt es allerdings auch als Nachrüstvariante, falls ihr schon ein Dobson-System zu Hause habt. So, zum Abschluss zeige ich euch noch, wie man dieses System ab- bzw. aufbaut. Der Tubus, der hängt einfach nur in diesen Gabeln drinnen. Hier und hier. Er ist hier nur fixiert mit dieser Feder, die es eigentlich nicht wirklich braucht. Also ich nehme sie mal raus. Der hält und sitzt genauso, ob mit oder ohne Feder. Das ist nur eine zusätzliche Sicherheit. Und hier drüben ist er mit einer Schraube befestigt. Und ich baue das jetzt mal ab, dass ihr euch das vorstellen könnt. Ich schraube hier raus. Ich nehme hier drüben die Feder raus. Und jetzt kann ich den Tubus einfach hier rausheben. Das war's. Und ihn wieder einzusetzen ist genauso simpel. Zack. Und eigentlich hält es jetzt schon so. Das ist alles. Zack, das war's.
So, ich baue jetzt allerdings nicht ab, weil der Himmel hat sich gebessert und ist strahlend klar geworden. Und hier drüben steht der Mond, da geht die Sonne unter. Niemals, 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 niemals in die Sonne gucken. Wenn ihr einen Blick in die Sonne riskiert, war das euer letzter Blick, in dem Augenblick, in dem ihr reinguckt. Hier wird so viel Licht gebündelt, das heißt im Extremfall 100 mal, 500 mal so stark, wie euch die Sonne natürlich erscheint. Ein Augenblick und ihr seid blind. Niemals, niemals, niemals in die Sonne gucken. Es gibt Sonnenfilter, die kann man kaufen und da kauft man den guten und nicht irgendeinen Schrott aus China. Und mit einem Sonnenfilter kann man dann in die Sonne gucken. Der muss allerdings vor dem Teleskop sein und vor eurem Sucher. Niemals in die Sonne blicken. Aber ich kann in den Mond blicken. Und das werde ich jetzt auch machen. Und um das zu machen, ist jetzt mein erster Schritt, nachdem ich ja hier viel rumgespielt habe, den Sucher mit dem Mond auf das Teleskop zu eichen. Wie erklärt, ich drehe das Teleskop auf den Mond, schaue durch mein Okular, dass der Mond mittig ist und dann richte ich den Sucher aus. Das war's. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was Sinnvolles erklären. Ich hoffe, euch ist klar geworden, wie der grundsätzliche Aufbau eines visuellen Teleskops funktioniert, was das Dobson-Teleskop, seine Besonderheiten und die Rockerbox, eben das Dobson, sind, was das ist, wie so ein optischer Tubus aufgebaut ist und warum man eben ein Spiegelteleskop nutzt. Ich hoffe, euch ist klar geworden, wie das Navi Push Plus funktioniert. Ich finde es super. Und ja, ihr könnt mich gerne was fragen. Aber nicht jetzt, weil jetzt schaue ich mir den Mond an und dann schaue ich mir die Sterne an. Okay, ihr seht es jetzt hier und ich versuche jetzt mal hier durch den Mond zu... Da ist er. Nein, es ist natürlich nicht dafür gemacht, da durchzufilmen. Aber ich würde sagen, man kann es erkennen, dass das der Mond ist. Und dieses Okular, das jetzt hier drin ist, ist ein sehr weites Okular. Das heißt, es hat eine sehr geringe Vergrößerung. Es hat die geringste Vergrößerung von allen Okularen, die ich habe. Jedes andere Okular zeigt den Mond noch viel näher. Und es zeigt ihn übrigens viel schärfer, als ich das mit dieser Videokamera hier zeigen kann. Aber ihr könnt sehen, dass der Mond hier zu sehen ist und hierdurch vielleicht auch ihr seht zumindest mal das Fadenkreuz. So wie ihr vielleicht da oben am Bildrand sehen könnt, steht dort oben die Mondsichel jetzt beim Sonnenuntergang. Und ich habe sogar noch einen Handyadapter hier, mit dem ich mit dem Handy den Mond filmen kann. Ich zeige euch das jetzt mal. Genau, da ist der Mond. Den habe ich hier in dem Sucher eingestellt und kann ihn jetzt hier mit dem relativ einfachen Adapter durch dieses Okular hindurch aufnehmen. Und damit ihr euch vorstellen könnt, wie das mit der Schärfe läuft, zeige ich euch das auch nochmal. Oder ich versuche es zumindest. Ich zoome hier mal ein bisschen ran. So. Und ich werde jetzt euch das Handy-Video mit einblenden. Also, mein Handy zeichnet jetzt gerade den Mond auf, wie er durchs Bildfeld läuft. Und er ist scharf. Und hier unten drehe ich jetzt mal. Jetzt ist er unscharf. Und genauso macht man das eben auch, wenn man rein visuell beobachtet. Man dreht hier, bis er scharf ist, also in dem Fall der Mond und sonst halt ein Stern, und kann dann hier unten klemmen. Dann bleibt das Ganze auch so. Naja, und jetzt ist da eben der Mond. Das ist das Video, das ihr gerade eingeblendet seht. Und hier kann ich es euch auch nochmal zeigen. Da ist es. Ja, so gesehen eigentlich eine schicke Sache. Ich hätte nicht gedacht, dass das mit meinem Telefon, das ein Samsung S4,
also ein recht alter Knochen, doch so gut geht mit diesem Handyadapter. Cool, funktioniert. Nicht schlecht. So, es ist 1:30 in der Nacht. Eigentlich wollte ich euch jetzt das Push Plus nochmal nachts zeigen. Das werde ich auch gleich machen. Aber zuerst zeige ich euch dieses geniale Gewitter. Weil das ist schon eine Schau, wie man auf Süddeutsch sagen würde. Also wirklich beeindruckend. Und wie so oft in den letzten Tagen ist jetzt die 8. oder 9. Nacht, in der ich fotografiere. Und mehr als die Hälfte dieser Nächte hatte ich solche Gewitter am Horizont, aber da, wo ich bin, ist über mir ein Sternenhimmel. Das ist mehr als die Hälfte der Nächte so gewesen. Und ich zeige euch das, wenn wir jetzt hier hochzoomen, hier zum Beispiel dieser helle Punkt, der jetzt in der Kamera nicht scharf gestellt wird. Ah, doch sogar einigermaßen. Das ist die Vega in der Leier. Ja. Und da eben dieses wirklich tolle, ach, es ist wunderschön, dieses Gewitter. Ja. Da kommt Freude auf beim Beobachter. Die beiden roten Punkte hier vorne übrigens, meine fotografischen Montierungen, die dort gerade knipsen. Aber der Hauptpunkt, weshalb wir uns jetzt hier mitten in der Nacht um 1:30 treffen, ist das Push Plus Teleskop, da haben wir es. Ihr seht hier auch die App, die ich in einen Rotmodus gestellt habe, genau wie meine rote Stirnlampe, damit meine Augen nicht geblendet sind und ich eine Chance habe, was am Himmel zu entdecken. Ich habe das ganze System jetzt schon aligned, also an zwei Sternen ausgerichtet. Und wenn ihr jetzt hier hinschaut, seht ihr, dass ich direkt neben Vega bin. Die habe ich nämlich angefahren, bevor ich diese Videokamera geholt habe. Was wir jetzt machen müssen, um Vega zu sehen, und wir schauen uns Vega an, weil Vega hell ist und ich da eine Chance habe, die zu filmen. Die anderen Sachen kann man halt sehen, aber nicht mit einer Videokamera filmen. Ich zeige euch das jetzt mal, ich zoome mal raus. Wenn ich jetzt das Teleskop hier mit meiner Hand bewege, dann bewegt sich dieses Fadenkreuz hier. Ich denke, ihr könnt es sehen, wie sich's bewegt. Ich zoome mal noch näher ran. So, jetzt zum Beispiel bin ich oberhalb von Vega. Jetzt bin ich unterhalb. Und jetzt bin ich drauf. So ziemlich. Muss noch ein Stückchen zur Seite. Und na, also, es ist natürlich nicht so leicht, wenn man die Videokamera in einer Hand hält. Und so macht man das ja eigentlich auch nicht. Und jetzt kann ich hier oben durch den Sucher durchblicken und sollte Vega sehen und dann durch das Okular und sollte Vega natürlich auch sehen. Dazu schalte ich jetzt mal kurz die Kamera aus und mache meine Stirnlampe aus. Und dann versuche ich euch das zu zeigen. So, da sind auch schon 3 Sekunden vergangen und Vega ist jetzt im Sucher und im Okular zu sehen. Der Spaß ist jetzt natürlich, das zu filmen, dass ihr mir das auch glaubt. Ein Ding der Unmöglichkeit wahrscheinlich, aber ich versuch's mal. So, dazu machen wir erstmal die Stirnlampe aus. Es ist aus. Keine Chance, ich kann hier nicht reinfilmen. Also, ins Okular zu filmen funktioniert leider nicht. So sehr ich wollen würde, es klappt nicht. Das heißt, ihr müsst mir das jetzt einfach glauben, dass ich hier drin... Da! Es klappt ja doch. Na,
Geh her da. So, dann mache ich jetzt mal das Stirnlampel wieder aus. Da haben wir Vega, den hellsten Stern des sommerlichen Nachthimmels. Ja, diese vier Striche, da nennt man Spikes. Die kommen von den vier Halterungen, die den Spiegel halten. Das ist so charakteristisch für ein Spiegelteleskop. Jedenfalls habt ihr es jetzt gesehen, dass ich Vega gefunden habe. Und jetzt probieren wir mal den Doppelsternhaufen H und Chi Persei. Da könnte ich mir nämlich auch vorstellen, dass der sich eventuell filmen lässt. Ich weiß jetzt, wo er ist, nämlich hier drüben. Ungefähr hier in etwa. Ansonsten müsste ich ihn halt über Search raussuchen. Also, er befindet sich in etwa hier. Hier. Da ist er, der Doppelsternhaufen. Und zu dem wollen wir jetzt. Ich habe mal Push 2 gedrückt und bewege jetzt mein Scope. Ihr seht, wie das Fadenkreuz hier mitwandert, während ich hier wandere. Das machen wir jetzt mal im Schnelldurchlauf. So, jetzt sind wir schon ungefähr da. Zoomen wir mal näher rein. Ihr seht jetzt wieder hier das Fadenkreuz und hier drüber den Double Cluster, den ich ausgewählt habe. Das heißt, ich bewege mein Scope nach oben. So. Und drehe es noch ein bisschen. So, jetzt seht ihr, ich bin hier mit dem Fadenkreuz am Double Cluster. Das heißt, das übliche Vorgehen, in den Sucher gucken und dann ins Okular. Dazu mache ich die Kamera, obwohl ich kann sie auch einfach anlassen. Ach, ich bin eh schon drauf. Also, ich habe schon getroffen, ich habe gar nicht in den Sucher geguckt, sondern gleich ins Okular. Und ich kann den Double Cluster, also H und Chi Persei, schon sehen. Na, ich befürchte allerdings, dass das nicht filmbar ist. Aber man kann es ja mal versuchen. So. Nee. Kann man... Ah, da sieht man doch was. Da sieht man was. Es ist ziemlich tricky. Aber wer H und Chi schon mal gesehen hat, der wird sie eventuell auch wieder erkennen. Ja, man kann es so erahnen. Schau, ob ich reinzoomen kann. Also mehr kann ich euch nicht zeigen. Das war es jetzt, glaube ich, soweit. Aber das System sollte klar geworden sein. Wenn wir jetzt an den Himmel gucken, jetzt dürft ihr nochmal hier so einen Blick rumgenießen. Wow, das blitzt und blitzt. Das schaut einfach so cool aus. Ich zeige euch jetzt noch schnell, weil wir drüber geredet hatten, fotografische Montierung. Ich vorher gesagt habe, ich blende das ein, aber ich zeige euch das jetzt gleich mal. Muss mich nur bemühen, meine Kamera dabei nicht zu blenden. Also, das Ganze schaut so aus. Ihr seht schon einen Haufen Gewirr an Kabeln. Das ist ein Tripod, also ein Dreibeinstativ. Hier ist eine Kamera dran und ein Linsenteleskop. Und das Ganze hier ist die Montierung. Und auf der Montierung ist hier noch ein zweites Fernrohr. An dem Fernrohr hängt wieder ein Kabel. Und an dem Kabel ist... hier drüben diese gelb leuchtende Apparatur. Das ist nochmal ein kleiner Computer, der sorgt dafür, dass das Ganze noch besser läuft. Ein Autoguider. Ja, nein, das Ganze läuft hier unten in diese Stromkiste. Ist zum Fotografieren genial. Für die Beobachtung ist dieses Fernrohr viel zu kurz. Das heißt, man kommt nicht dran. Also
Das, was ich da drüben stehen habe, diese Rockerbox, Dobson, ist dann halt schon cooler. Aber das ist doch hier auch ein wahrlich schönes Bild. Wahnsinn, das schaut einfach toll aus.